Herr Landrat, welch Freude, Herr Bürgermeister. Herr Friediger. Genau so ist es. Liebe Schwestern, liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, sonstige weitere hohe Geistlichkeit, liebe Fastenschwester und Fastenbrüder, herzlich willkommen. Ja, liebe Freunde, einige Jahre sind seit meiner letzten Fastenpredigt vergangen und ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Abend natürlich oft gefragt und habe gesagt, mein Gott, du tappiger Pater, was machst denn du jetzt da gerade? Oder besser gesagt, warum startest du diesen anmaßenden Versuch? Ja, Pater Lukas, ja in innerer Verbundenheit. Ja, vielen Dank. Ja, bei Verweis die Lebensgeister ist aufgestanden, gell? Ein Prosit, ein Prosit, der liebe Fastenschwestern und Fastenbrüder, Sie wissen, dass ich als Pater Emmeran viele Jahre meines Lebens am Fuße der ältesten Brauerei der Welt in Freising-Weihenstephan verbringen durfte. Und umso verständlicher ist es, und das dürfen Sie mir glauben, dass mein innerer Drang und die Faszination der Gerüche, dieses Zusammenspiel aus Weihrauch und Trebern, der ureigenste Grund ist, warum ich hier ins Epizentrum bayerischer Frömmigkeit und ungeschönten Genusses hierher in die Holledau gekommen bin. Glauben Sie wirklich, dass ich für jede andere Grahalbrauerei hier ans Rednerpulten treten darf? Also wirklich, und für irgendeinen Plempe, der bierähnlich ausschaut, mich hergeben würde? Ja, nie. Gell? Das dürfen Sie mir glauben, und da bürge ich mit meinem Körper. Das heißt was. Ja. Sie. Und ich bin dem Kloster Scheiern hier wirklich freundschaftlich verbunden. Also im Klartext, ich mag die Padres, ihr Bier ist gut und süffig und nicht so wie teilweise andere nicht-bayerische Biere, die in meinen Augen die moderne, aktive Form der Sterbehilfe sind. Ja? Vor allem aber können Sie stolz sein und nach mittlerweile 4 Jahren kann ich das auch beurteilen auf Ihre Menschen, die hier leben. Und deshalb, liebe Freunde, darf ich mich als euer Pater Emmeran verabschieden mit dem bayerischen Wunsch, den es überhaupt gibt. Gott mit dir, du Land der Bayern. Dankeschön und vergelt's Gott fürs Zuhören. Herzlichen Dank. Applaus